Ja, die Suche nach einem Endlager für Atommüll geht jetzt in die entscheidende Phase. Heute hier im Bundestag die Abstimmung. Und dann will man auch im Bundesrat das Ganze nächste Woche verabschieden, sodass es schon zum 1. April in Kraft treten könnte. Barbara Hendricks, die zuständige Umweltministerin. Mit dem Gesetzentwurf zur Fortentwicklung des Standortauswahlgesetzes wird der Fahrplan zur Endlagersuche jetzt mit Leben erfüllt, wenn wir heute dieses Gesetz verabschieden. Das Gesetz legt das Verfahren fest, an das sich künftig jeder zu halten hat, der an der Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle beteiligt ist. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass nur mit festen Regeln und mit absoluter Transparenz eine ergebnisoffene und bundesweite Suche nach einem Endlagerstandort gelingen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Gesetzentwurf ist die Arbeit der Endlagerkommission vorausgegangen, in die Mitglieder des Deutschen Bundestages, Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der Wissenschaft und gesellschaftlicher Gruppen eingebunden waren. Mein besonderer Dank gilt heute dieser Kommission. Sie hat in den letzten Jahren mit schwieriger Detailarbeit und in oft kontroverser Debatte einen fundierten Bericht erstellt. Die Kommission hat damit die Grundlage für das Verfahren gelegt, wofür ich Sie heute um Ihre Zustimmung bitte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderung könnte kaum größer sein. Hochradioaktive Abfälle aus den Atomkraftwerken müssen für 1 Million Jahre sicher von der Umwelt ferngehalten werden. So steht es im Gesetz, obwohl natürlich die Zahl 1 Million auch eine gegriffene Größe ist. Aber gehen wir von dieser 1 Million aus. Mehr als 30.000 Generationen werden in diesem Zeitraum noch von den Folgen der Atomtechnologie betroffen sein, die bei uns gerade einmal 60 Jahre in Betrieb war und noch ist. Seit Christi Geburt sind übrigens rund 60 Generationen vergangen, um einmal die Dimension deutlich zu machen, mit der wir es hier zu tun haben. Alle diese Zahlen zeigen noch einmal überdeutlich, welch ein Irrweg die Nutzung der Atomenergie gewesen ist. Es wird Zeit, dass wir dass das letzte deutsche Atomkraftwerk im Jahr 2022 vom Netz geht. Meine Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich bei allen bedanken, die sich zum Teil seit Jahrzehnten für den Atomausstieg engagiert haben. In Wiel, in Brockdorf, in Wackersdorf, in Kalka, im Wendland und an vielen anderen Orten. Der friedliche Protest gegen die Atomenergie zählt für mich zu den großen Leistungen der Demokratie in Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Atomausstieg politisch richtig war, ist den meisten von uns mittlerweile wohl klar. Im vergangenen Dezember hat uns das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass er verfassungskonform ist. Es gibt also glücklicherweise keinen Weg mehr zurück. Aber auch wenn die Nutzung der Atomkraft bald Geschichte sein wird, bleibt uns und unseren Nachkommen der Atommüll erhalten und damit alle damit verbundenen Risiken. Deshalb war es dringend erforderlich, das Chaos in Sachen Atommüll zu ordnen. Und dafür haben wir die vergangenen Jahre dieser Legislaturperiode intensiv genutzt. Erstens, wir haben uns ehrlich gemacht und mit dem erstmals von einer Bundesregierung vorgelegten nationalen Entsorgungsplan eine langfristige Strategie zur Entsorgung der Brennelemente beschlossen. Zweitens, wir haben das Hickhack um die verbleibenden Castoren aus der Wiederaufarbeitung beendet und sie eben nicht nach Gorleben geschickt, sondern auf andere Zwischenlager bundesweit verteilt. Drittens, wir haben das seit 2 Jahrzehnten diskutierte Thema der Atomrückstellungen angepackt und sichergestellt, dass die Stromkonzerne ihre finanziellen Pflichten bei der Stilllegung und dem Rückbau auch tatsächlich erfüllen werden. Und viertens, wir haben die oftmals kritisierten Zuständigkeiten für die Endlagerung neu und transparent geregelt. Wir sind dort im Umsetzungsprozess. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind also ein großes Stück vorangekommen. Was bleibt, ist die Frage, wohin mit dem Atommüll? Mit dem Gesetz, das Ihnen heute zur Entscheidung vorliegt, leiten wir einen Prozess ein, an dessen Ende in einigen Jahrzehnten ein deutsches Endlager stehen soll. Wir, und damit meine ich auch viele derer, die die Atomkraft lange bekämpft haben, stellen uns der schwierigen und unangenehmen Verantwortung, die aus dem Erbe des Atomzeitalters herrührt.
Diese Verantwortung ist auch nicht delegierbar, zum Beispiel etwa an andere Länder oder an andere Generationen. Ein Export von Abfällen ins Ausland wäre das komplette Gegenteil einer verantwortlichen Lösung. Der Gesetzentwurf schränkt den Export zu Recht sogar weiter ein, indem er einen entsprechenden Vorschlag der Endlagerkommission auch aufgreift. Künftig ist eine Entsorgung im Inland nicht nur für bestrahlte Brennelemente aus Atomkraftwerken, sondern grundsätzlich auch für solche aus Forschungsanlagen vorgesehen. Dieser Grundsatz wird ausschließlich durchbrochen, wenn die Brennelemente noch nicht in ein deutsches Zwischenlager verbracht worden sind und der Export aus schwerwiegenden Gründen der Proliferation oder der Versorgung deutscher Forschungsanlagen mit Kernbrennstoff erforderlich ist. Lassen Sie mich aber eindeutig klarstellen, entgegen dem, was von manchen aktuell behauptet wird, diese Regelung eröffnet keine Hintertür, die Brennelemente Kugeln aus Jülich oder Hamm-Üntrop in die USA zu entsorgen. Das geht gerade nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das novellierte Standortauswahlgesetz legt fest, wie und nach welchen Kriterien das Standortauswahlverfahren ablaufen wird. Dabei sind alle in Frage kommenden Wertgesteine einzubeziehen. Und es sind umfangreiche Bewertungen der geologischen Verhältnisse an den Standorten durchzuführen. Der wichtigste Maßstab für die Auswahl des Endlagerstandortes wird die Sicherheit sein. Davon wird sich während des Prozesses die gesamte Öffentlichkeit überzeugen können. Das Standortauswahlverfahren sieht deshalb neue Gremien für die Öffentlichkeitsbeteiligung vor, vor Ort in den fraglichen Gebieten, aber auch überregional. Zusätzlich werden die Möglichkeiten gestärkt, das Verfahren von den Bürgerinnen und Bürgern gerichtlich auch überprüfen zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt in unserer Verantwortung, den Standort für ein Endlager zu finden, das für eine nach menschlichen Maßstäben unvorstellbar lange Zeit größtmögliche Sicherheit bietet und das damit die Bürde dieses Erbes für die kommenden Generationen so klein wie eben möglich hält. Damit korrigieren wir auch die Entscheidung aus dem Jahr 1977, Gorleben zum Endlagerstandort zu machen. Die Proteste gegen das Endlager Gorleben sind Teil des kollektiven Gedächtnisses unseres Landes geworden. Wir müssen uns eingestehen, dass die Kritik der Gorleben-Gegnerinnen und Gegner zumindest in weiten Teilen berechtigt war. Das Verfahren damals entsprach weder den Anforderungen der Wissenschaft noch den berechtigten Forderungen der Bürgerinnen und Bürger nach Transparenz. Das neue Auswahlverfahren geht einen anderen, einen besseren Weg. Es startet mit einer weißen Landkarte. Wir betrachten das ganze Bundesgebiet, ohne einzelne Regionen zu bevorzugen und ohne bestimmte Standorte von vornherein auszuschließen. Stück für Stück werden wir auf Basis wissenschaftlicher Fakten Standorte ausschließen und andere dann jeweils näher untersuchen. Wir werden dabei transparent arbeiten und die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen, und das von Beginn an und nicht erst am Ende der Suche. Gleichwohl ist mir bewusst, dass es dann, wenn es darum geht, einen Standort festzulegen, dies nicht ohne Widersprüche gehen wird, um es vorsichtig auszudrücken. Deswegen ist es klar, dass wir als Deutscher Bundestag die Verantwortung dafür werden übernehmen müssen, beziehungsweise unsere Nachfolger in diesem Deutschen Bundestag. Denn es kann schlechterdings nicht der kommunalen Planungshoheit überlassen bleiben, dann würden wir zu keinem Ergebnis kommen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Standort für die Endlagerung zu finden, ist, wie ich finde, ein Testfall für die Demokratie. Ein handlungsfähiger Staat muss sich daran messen lassen, ob eine Lösung gelingt, die wissenschaftlich begründet ist und von einer breiten Mehrheit des Landes auch getragen wird. Daraus folgt eine Verpflichtung für uns alle. Einfach nur zu sagen, nicht vor meiner Haustür, das wird als Argument nicht ausreichen. Uns alle eint der Gedanke, dass wir diese Herausforderung jetzt gemeinsam angehen wollen. Wir alle zusammen müssen uns auf den Weg machen, einen jahrzehntelangen tiefen Konflikt in unserer Gesellschaft zu lösen. Ich hoffe deshalb auf Ihre breite Unterstützung für den vorgelegten Gesetzentwurf. Herzlichen Dank.
Barbara Hendricks hat diesen Gesetzentwurf noch einmal gelobt. Transparent, ergebnisoffen und streng nach wissenschaftlichen Kriterien soll gehandelt werden. Ganz wichtig ist die frühzeitige Bürgerbeteiligung. Und nächster Redner ist jetzt Hubertus Stäbel, der Sprecher für den Atomausstieg der Linken. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich heute eins vorweg sagen. Auch wenn es in der Sache gravierende Differenzen gibt, für die faire und kooperative Zusammenarbeit zum Thema Standortauswahlgesetz und Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe möchte ich mich bei allen Berichterstatterinnen aus den anderen Fraktionen ausdrücklich ganz herzlich bedanken. Das gilt für Silvia Kotting-Uhl, für Matthias Mirsch, aber auch für Steffen Karnitz. Es ist ja kein Regelfall, dass trotz so unterschiedlicher Auffassungen sachlich gestritten wird. In der Sache aber stehen wir als Fraktion Die Linke als einzige Opposition im Bundestag einer Koalition aus Grünen, SPD und CDU/CSU gegenüber. Und wieder einmal geht es um Atomfragen. Zuletzt haben im Dezember die Grünen gemeinsam mit den Regierungsfraktionen den Atomkonzernen eine milliardenschwere Last abgenommen und die Risiken für die Finanzierung der Atommülllagerung den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland aufgeladen. Jetzt soll ein weiterer vermeintlicher Atomkonsens auf den Weg gebracht werden, der aber nicht hält, was Regierung und die Fraktionen von Grünen, SPD und CDU/CSU versprechen. Natürlich sind die jetzt zur Abstimmung stehenden Veränderungen eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Gesetz zur Endlagersuche. Daran haben meine Fraktion und ich selbst ja in den letzten Jahren auch aktiv in der Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe mitgearbeitet. Richtig ist aber auch, die grundsätzlichen Mängel an diesem Gesetz werden mit dieser Gesetzesnovelle nicht beseitigt. Wer den jahrzehntelangen Großkonflikt um die Atomenergie und die hochradioaktiven Hinterlassenschaften beenden will, der muss aus der Vergangenheit Konsequenzen ziehen, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dem hier zur Abstimmung stehenden Gesetzentwurf ist das bis heute nicht gelungen. Es sollte doch zu denken geben, dass bis heute das Verfahren zu diesem Gesetz und seine Ergebnisse heftig von nahezu allen Teilen der Anti-Atom-Bewegung und ihren Organisationen massiv kritisiert werden. Nur mit Ihnen als ein entscheidender Vertrauenspartner, aber nicht gegen Sie, kann das Ziel eines gesellschaftlichen Konsenses beim Neustart der Endlagersuche gelingen. Es mag einen Fraktionskonsens zwischen Grünen, SPD und CDU/CSU geben, aber selbst hier wissen wir Linken, dass dieser sehr brüchig ist, um nicht gleich faul zu sagen. Dieser Konsens beruht nämlich darauf, dass Gorleben als einziger Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle im Rennen bleibt. Statt hier im Bundestag politisch einen klaren Schlussstrich unter Gorleben zu ziehen und damit ein überzeugendes Signal für einen tatsächlichen Neustart zu geben, wird der Streit um Gorleben erneut in das Verfahren zur Endlagersuche verschoben. Das, meine Damen und Herren, schafft kein Vertrauen, sondern begründet erneut Zweifel. Deswegen lehnen wir Linken dieses Gesetz und diese Novelle weiterhin ab. Wie brüchig bzw. belastet das Vertrauen in der Bevölkerung beim staatlichen Umgang mit den radioaktiven Abfällen ist, können wir auch bei der Umsetzung des Exportverbots sehen. Statt klipp und klar in das Gesetz zu schreiben, Exporte von hochradioaktiven Atommüll aus Jülich in die USA wird es nicht geben, findet sich im Gesetzentwurf eine derart kryptische Formulierung, die zu Recht Hintertüren vermuten lässt. Auch das trägt nicht dazu bei, Vertrauen zu schaffen. Der vorliegende Gesetzentwurf beansprucht, die Empfehlungen der Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe 1:1 umzusetzen und greift auch dabei an vielen Stellen noch zu kurz. Die Klagerechte für Bürger bleiben auch nach der Neuregelung unzureichend. Wir sind der Meinung, dass den Bürgerinnen bereits bei der Entscheidung zur Auswahl der obertäglich zu erkundenden Regionen eine gerichtliche Prüfung ermöglicht werden muss. Das soll aber nun nicht erfolgen. Auch die in der Kommission deutlich benannte Tatsache, dass die nun wieder im Gesetz genannte Frist für eine Standortentscheidung im Jahre 2031 und die Inbetriebnahme eines Endlagers später kommen wird
und die Zwischenlagerung damit deutlich vermutlich über Jahrzehnte länger dauern wird als bislang genehmigt, bleibt weitgehend ausgeblendet. Das ist eins der Kernkardinalprobleme auch der Arbeit in der Kommission gewesen. Diese defizitäre Umsetzung des Kommissionsberichts durch den Gesetzentwurf hat die Fraktion Die Linke während der parlamentarischen Beratungen durch einen Änderungsantrag zu beheben versucht, der aber gestern von den anderen Fraktionen leider abgelehnt wurde. Für uns ist sonnenklar, die Halbwertszeit dieser Gesetzesnovelle wird nicht besonders lang sein, denn die Probleme bleiben. Für einen tatsächlichen Neustart bei der Endlagersuche mit dem Ziel eines gesellschaftlichen Konsenses muss das Verfahren vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Es braucht eine möglichst sichere Lösung, und diese muss in Deutschland gefunden werden. Dafür setzen wir als Linke uns weiterhin ein. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion hält der Kollege Stefan Karnitz jetzt für die Union. Er ist der Berichterstatter seiner Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Zebel, Sie haben gestern im Ausschuss Demut und Nachdenklichkeit in der Debatte angemahnt. Und wenn ich Ihren Worten so folge, muss ich sagen, Sie sind Ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Man kann doch nicht ernsthaft alles dafür tun, um dafür zu sorgen, dass es in Deutschland kein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe gibt, und gleichzeitig bemängeln, dass wir uns zu wenig um die Zwischenlager kümmern. Das ist ein Widerspruch, den muss man immer wieder deutlich machen. Wir als diejenigen drei Fraktionen in diesem Deutschen Bundestag, die sich darum kümmern, eine Lösung für dieses Menschheitsproblem zu finden, haben diesen Widerspruch aufgedeckt, und wir fangen mit dem ersten Schritt an, nämlich ein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe zu finden. Insofern ist es ein guter Gesetzesentwurf, den wir heute auf den Weg bringen wollen. Meine Damen und Herren, das ist ja in der Rede der Ministerin deutlich geworden. Ich glaube, dass die Kommission in der Tat der letzte Versuch ist, diese Menschheitsaufgabe, Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe, zu lösen. Und dass es eine Menschheitsaufgabe ist, zeigt der Anspruch, dass wir ein Endlager finden wollen, das eine Sicherheit für 1 Million Jahre garantieren soll. Das mag dem einen oder anderen ein müdes Lächeln abbringen, aber ich glaube, es macht vom Anspruch her deutlich, dass wir ein Endlager finden wollen, bei dem wir eben nicht nachfolgenden Generationen die Last aufbürden, sich darum kümmern zu müssen, wie wir mit den Hinterlassenschaften der Kernenergie umgehen, sondern dass wir ein Endlager finden wollen, das robust ist gegenüber geologischen, klimatischen, aber eben auch gesellschaftlichen Veränderungen, das so robust ist, dass es wartungsfrei aufgestellt werden kann, wohl wissend, dass wir heute nicht über absolutes Wissen verfügen. Und deswegen haben wir in das Verfahren eingebaut ja Möglichkeiten der Rücksprünge, ein lernendes Verfahren aufgestellt, das wahrscheinlich einzigartig ist. Wir haben uns darauf vereinbart, dass wir eine Rückholbarkeit von 500 Jahren garantieren, weil wir eben nicht wissen, ob nachfolgende Generationen anders mit den Hinterlassenschaften umgehen. Aber wir wollen eben ihnen nicht die Bürde auflegen, nochmal daran zu müssen. Und deswegen ist der Anspruch, ein sicheres Endlager für ganz, ganz lange Zeiten zu finden, völlig richtig. Die nackten Zahlen: Wir haben 124 Sitzungen in der Endlagerkommission gehabt mit den verschiedenen Arbeitsgruppen. Über 555 Kommissionsdrucksachen sind entstanden, und wir haben einen Abschlussbericht von fast 600 Seiten vorgelegt. Das zeigt, die Kommission hat sich eine ganze Menge Mühe gemacht, in den letzten knapp 3 Jahren eine gute, eine konsensuale Lösung zu finden. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei den beiden Vorsitzenden der Endlagerkommission, bei Michael Müller und bei Ulla Hein, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Aber ich glaube, dass gerade diese Unterschiedlichkeit ein Teil des Erfolges gewesen ist. Ich möchte mich herzlich bedanken bei meinen Co-Berichterstatterinnen und Berichterstattern Silvia Kotting-Uhl, Matthias Mirsch und, lieber Herr Zebel, auch bei Ihnen, die Sie am Ende nicht dabei sind, aber die Sie lange mitgearbeitet haben. Es hat insgesamt große Freude gemacht. Ich selbst habe in der Kommission viel gelernt. Ich habe gelernt, dass das Angebot, an einem Diskurs teilzunehmen, nicht von jedem selbstverständlich wahrgenommen wird. Und die Umweltverbände sind angesprochen worden, die ja auch nicht sozusagen als ein monolithischer Block dastehen, sondern sehr unterschiedlich agieren. Wir haben lange versucht, als Fraktion uns darum zu bemühen, dass auch zwei Vertreterinnen und Vertreter der Umweltverbände in die Kommission kommen und ihre Kompetenz einbringen in diese Lösung.
Und am Ende hat es ja zum Glück auch funktioniert. Aber was ich da gelernt habe, dass es in Teilen der Umweltverbände ein Demokratieverständnis gibt, das jedenfalls nicht meins ist, das dem Motto folgt, nur wenn meine eigene Meinung akzeptiert wird, dann mache ich mit. Und ich glaube, wer diesem Credo folgt, der taugt nicht zum Diskurs, meine Damen und Herren. Und ich will das hier auch sehr deutlich sagen, was es dort an persönlichen Anfeindungen gegeben hat, insbesondere gegenüber unserer Kollegin Silvia Kotting-Uhl, ist nicht fair, nicht sachgerecht und dem Dialog auch nicht zuträglich. Was Sie da aushalten mussten, war schon eine ganze Menge. Deswegen Ihnen persönlich vielen Dank für Ihre Standhaftigkeit in dem Verfahren. Trotzdem, und ich glaube, das bleibt auch weiterhin unsere Aufgabe, bleibt unsere Hand ausgestreckt, ist sie während des Verfahrens immer auch geblieben, in öffentlichen Anhörungen, in öffentlichen Veranstaltungen, in Hintergrundgesprächen und in dem folgenden Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren. Selbstverständlich, und das hat die Ministerin zum Ausdruck gebracht, würdigen wir die Arbeit der Umweltbewegung und der Umweltverbände. Und gleichzeitig finde ich, und das kommt in der Debatte zu kurz, will ich Danke sagen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Energieversorgungsunternehmen, die dafür gesorgt haben, dass wir in Deutschland in über 50 Jahren Kernenergie keinen signifikanten Störfall hatten. Vielen Dank dafür, dass das ordentlich funktioniert hat. Die Aufgabe der Kommission war es, dem Bundestag Vorschläge für eine transparente, ergebnisoffene und an wissenschaftlichen Kriterien orientierte Endlagersuche zu unterbreiten. Ich glaube, das ist mit dem Abschlussbericht gelungen. Und deswegen ist es auch nur konsequent, dass der Gesetzgeber diesem Kommissionsbericht in ganz, ganz großen Teilen folgt. Dort, wo er es nicht tut, ist das Ergebnis der Anhörung, beispielsweise bei dem Wort insbesondere. Wir haben im Gesetzesauftrag bisher gehabt, dass wir uns um ein Endlager für insbesondere hochradioaktive Abfallstoffe kümmern. Das nationale Begleitgremium, aber auch viele Umweltverbände haben darauf hingewiesen, dass es schwierig wird, ein Kombilager zu finden, das sozusagen für schwach- und mittelradioaktive Abfallstoffe wie für hochradioaktive Abfallstoffe gleichermaßen die bestmögliche Sicherheit garantiert. Und deswegen ist es nur konsequent, dass wir uns auf die hochradioaktiven Abfallstoffe konzentrieren. Und das zeigt, dass wir die Öffentlichkeitsbeteiligung sehr ernst nehmen. Das Verfahren, das wir Ihnen vorschlagen, ist in drei Phasen unterteilt. Wir werden jetzt mit der obertägigen Erkundung beginnen, von der wir hoffen, dass wir sie 2022 abschließen können. Wir haben einen Kriterienkatalog aufgestellt, der in einem breiten Diskurs gemeinsam mit Wissenschaft und Forschung entstanden ist, wo wir zuerst einmal die Ausschlusskriterien anwenden. Wir werden kein Endlager suchen in Regionen, die erdbebengefährdet sind oder in denen es Vulkanismus gibt. Wir werden Mindestanforderungen anwenden. Zu den Mindestanforderungen gehört, dass das Wirtsgestein, in das wir die hochradioaktiven Abfallstoffe einlagern möchten, eine ausreichende Mächtigkeit hat. Wir haben uns über Abwägungskriterien unterhalten, zu der beispielsweise die Schutzfunktion des Deckgebirges gehört. Ein Kriterium, das eben kein Gorleben-K.O.-Kriterium ist, sondern das ein Abwägungskriterium darstellt. In dem Moment, in dem wir zwei Standorte haben, die sonst völlig gleich sind, wird derjenige Standort vorgezogen, der ein intaktes Deckgebirge hat. Aber es ist eben ein Abwägungskriterium und kein Ausschlusskriterium. Und im Anschluss gibt es planungswissenschaftliche Abwägungskriterien, beispielsweise Siedlungsdichte. Die Frage also, leben dort viele Menschen? Um diese Suche vollziehen zu können, brauchen wir Sicherungsvorschriften, die sich eben nicht nur auf Gorleben beziehen, sondern auf ganz Deutschland. Das ist nur richtig und konsequent. Sie sind auch absolut notwendig. Wir wollen gleichzeitig Deutschland aber industriepolitisch nicht lahmlegen. Deswegen gibt es schon auch Ausnahmen für Bohrungen bis 100 Metern, auch bis 200 Meter, wenn nachgewiesen wird, dass kein Wirtsgestein geschädigt wird. Und auch bei denjenigen Vorhaben, die in engen räumlichen Zusammenhang mit bereits durchgeführten Maßnahmen stehen. Der Bergbau wird auch weiterhin möglich bleiben. Es ist auch notwendig, weil wir wissen, dass in Bergbauregionen sehr wahrscheinlich, also sozusagen dort, wo die Erde durchlöchert ist wie ein Schweizer Käse, wir eben kein sicheres Endlager finden werden können. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir als Politik gemeinsam mit dem Ministerium schauen, dass diese Regelung praxistauglich bleibt. Phase 2 ist dann die Ermittlung der Standorte für die untertägige Erkundung. Phase 3 die Einengung auf einen Standort, der 2031 gefunden werden kann. Und das haben wir jetzt in der Hand. Wir können sozusagen jetzt nicht mehr auf die Konzerne schauen und sagen, ihr seid schuld, dass es nicht nach vorne geht, sondern
Der Bund ist im Moment in der Verantwortung. Wir haben die vollständige Organisationshoheit. Wir werden ab dem 1. Juli sämtliche Finanzmittel haben, die wir brauchen, um ein Endlager zu finden. Und insofern liegt es auch in unserer Verantwortung, diesen Zeitrahmen einzuhalten. Und ja, Herr Kollege Zebel, es ist völlig richtig, wir werden uns darum kümmern müssen, weil wir das Problem der Zwischenlager sehen. Darum werden wir uns auch sicherlich in der nächsten Legislaturperiode noch mal kümmern müssen. Wenn wir es den Menschen an den Zwischenlagerstandorten gerecht machen wollen, dann müssen wir jetzt zeitnah in das Verfahren starten. Bestenfalls direkt nach Verabschiedung dieses Gesetzes muss der Vorhabenträger starten mit der obertägigen Erkundung, damit wir eben den Zeitplan auch einhalten können. Das Thema Gleichbehandlung aller Wirtsgesteine ist uns gemeinsam wichtig. Wir schließen eben kein Wirtsgestein und keinen potenziellen Standort im Vorhinein aus. Wir werden in den drei potenziellen Wirtsgesteinen suchen und werden eben keinen politischen Ausschluss machen. Schweden zeigt, dass es auch möglich ist, ein Endlager zu bauen mit einer technischen und einer geotechnischen Barriere. Und gleichzeitig, und das sozusagen impliziert der natürliche Menschenverstand, gehen wir schon davon aus, dass die über Jahrmillionen gewachsene Geologie eine bessere Schutzfunktion gegenüber einer technischen oder von Menschen gemachten Barriere bildet und abbildet. Und deswegen ist es richtig, dass wir in allen Wirtsgesteinen gleichermaßen suchen. Und da bin ich ganz entspannt, am Ende aber eben nach Sicherheitskriterien entscheiden. Wir werden denjenigen Standort auswählen, der die bestmögliche Sicherheit für 1 Million Jahre garantiert. Und da muss ich in Richtung der niedersächsischen Freunde schon auch sagen, es ist ja wohlfeil, Bayern und Sachsen zu kritisieren dafür, dass sie auf diese Gleichbehandlung aller Wirtsgesteine drängen. Und gleichzeitig aber zu versuchen und darauf hinzuweisen, dass es falsch ist, Gorleben im Verfahren zu halten, funktioniert nicht. Weiße Landkarte bedeutet inklusive aller potenziellen Standorte. Und es kann doch nicht richtig sein, dass aus dem Verfahren als Ergebnis herauskommt, dass derjenige aus dem Verfahren ausscheidet, der lange genug protestiert, sondern wir werden denjenigen aus dem Verfahren nehmen müssen, der aufgrund der geologischen Situation nicht geeignet ist für ein Verfahren. Das schafft Vertrauen und das schafft Verlässlichkeit. Das Exportverbot ist angesprochen worden, und ich halte das für völlig richtig, dass wir dem Grundsatz der Inlandsentsorgung folgen. Die bei uns in Deutschland entstandenen radioaktiven Abfälle sollen auch bei uns in Deutschland entsorgt werden. Und gleichzeitig ist es völlig richtig, dass wir die Forschung in Deutschland nicht kaputt machen wollen. Wir haben in München, und dafür hat sich der Kollege Florian Ossner sehr eingesetzt, den Forschungsreaktor FRM-2, einer von weltweit drei Forschungsreaktoren, der Radioisotope für die Krebsdiagnostik herstellt. Und es wäre fahrlässig, wenn wir mit diesem Gesetzentwurf diesen Reaktor kaputt machen. Und insofern ist es richtig, dass es Ausnahmen gibt. Und gleichzeitig sage ich auch, wir wollen, dass wir diesen Zustand, den genehmigungslosen Zustand in Jülich in Nordrhein-Westfalen, beenden. Wir brauchen dringend und unverzüglich, so ist es ja auch die Ankündigung, wir brauchen unverzüglich eine Lösung, die dem Sicherheitsbedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner gerecht wird. Und deswegen ist es richtig, dass wir mit dem Gesetzentwurf auch da noch mal Druck machen, dass es hier zu einer Lösung kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Altmaier und beim Staatssekretär Schütter aus dem BMBF, die beide gemeinsam mit uns Berichterstatterinnen und Berichterstattern daran gearbeitet haben, dass wir einen tragfähigen Kompromiss zu diesem Thema entwickeln. Mir persönlich ist wichtig, meine Damen und Herren, dass wir uns um das Thema Fachkräfte kümmern. Die alten Schlachten sind geschlagen und sind auch Vergangenheit. Aber es geht jetzt darum, dass wir uns dieser Aufgabe Rückbau und Entsorgung der radioaktiven Abfallstoffe widmen. Ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, in einer nationalen Kraftanstrengung für den Wissenserhalt in Nuklearthemen zu stehen, zu werben, bei jungen Menschen dafür zu werben, dass wir über Jahrzehnte noch gute Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen technologisch anspruchsvollen Gebieten haben, dass das auch ein Exportschlager für Deutschland werden kann, weil weltweit viele Reaktoren in das Alter kommen, dass sie jetzt langsam vom Netz gehen. Das ist eine Kompetenz, die in Deutschland einzigartig ist. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, in der die Protestkultur schweigen muss und in der wir eine Kultur der Verantwortung brauchen. Eine Kultur der Verantwortung, dass wir diejenigen Gemeinden auch honorieren und es ihnen eben nicht schwer machen, sondern leicht machen, die sich dieser schwierigen Aufgabe stellen, ein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe zu finden. Und in der Tat, liebe Kollegen von den Linken, da finde ich, darf man nicht Partikularinteressen folgen, sondern muss dem großen Ganzen folgen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit, das BMOB, das kräftig daran mitgearbeitet hat, dass es funktioniert, und glaube, dass wir jetzt eine gute Lösung gefunden haben. Bitte deswegen herzlich um Ihre Zustimmung zum Gesetzentwurf.
Stefan Karnetz für die Union. Die Grünen tragen diesen Gesetzesentwurf mit. Das mag den einen oder anderen überraschen. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, ergreift jetzt das Wort hier im Plenum. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, heute ist ein Tag der Verantwortung. Mit dem Standortauswahlgesetz schaffen wir die Grundlage dafür, einen sicheren Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle zu suchen. Und es ist eine wahre epochale Aufgabe. Es geht um das schwierigste Infrastrukturprojekt in der Geschichte unseres Landes. Denn wir müssen einen Ort finden, an dem wir den Atommüll für 1 Million Jahre sicher lagern können. Ein unvorstellbarer Zeitraum, der im Grunde das menschliche Maß überschreitet. Wir übernehmen also nicht nur Verantwortung für uns, auch nicht nur für unsere Kinder und Enkel, sondern wir stellen uns der Verantwortung für viele tausend künftige Generationen, soweit es überhaupt in der Möglichkeit des Menschen liegt. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir dieses Gesetz in einem nationalen Konsens verabschieden, in einem Konsens zwischen Bund und Ländern, aber auch in einem parteiübergreifenden Konsens. Denn so, wichtig zivilisierter Streit als Normalmodus der Demokratie gilt, so wichtig ist der Konsens in solch fundamentalen Fragen. Ich sage aber auch ganz deutlich, die größte Aufgabe liegt noch vor uns. Der Suchprozess wird von uns allen noch sehr viel Mut, Disziplin und Verantwortungsbewusstsein verlangen. Ansonsten wird er scheitern. Meine Damen und Herren, nach der schrecklichen Reaktorkatastrophe von Fukushima haben wir gemeinsam im Sommer 2011 den Ausstieg aus der Atomenergie im Konsens zwischen Bund und Ländern beschlossen, wobei ich mir natürlich an dieser Stelle nicht ganz verkneifen kann, daran zu erinnern, dass wir 10 Jahre davor mit dem grünen Umweltminister Trittin den Atomausstieg schon mal durchgesetzt hatten. Es ist immer gut, wenn man sich durch Katastrophen auch belehren lässt. Besser ist natürlich noch, man lässt sich durch Vernunft belehren. Aber eine zweite fundamentale Frage war noch offen: Wohin mit den radioaktiven Abfällen, die im Lauf der Jahrzehnte angefallen sind und noch weiter anfallen? Eine Frage, bei der wir uns in der Sackgasse befanden. Ich erinnere mich noch genau, wie das damals war, als ich 2011 als frisch gebackener Ministerpräsident den Vorstoß für eine neue, ergebnisoffene Endlagersuche unternommen habe. Viele haben den Kopf geschüttelt, gefragt, warum ziehst du dir den Schuh an, wo du und deine Partei doch jahrzehntelang gegen die Atomkraft gekämpft haben? Warum bringst du dein eigenes Bundesland als möglichen Standort ins Spiel und riskierst damit den Unmut deiner Landsleute? Ist ganz einfach. Ich habe es damals getan, weil wir vom St. Florians-Prinzip zum Prinzip Verantwortung kommen müssen und weil wir die Endlagerdebatte aus einer Sackgasse holen mussten. Die Entwicklung zeigt, es war der richtige Weg. Es ist gelungen, mit dem 2013 verabschiedeten Standortauswahlgesetz einen Neustart bei der Endlagersuche zu erreichen. Als ersten Schritt auf diesem neuen Weg hat die Endlagerkommission über 2 Jahre hinweg intensiv gearbeitet. Sie hat Empfehlungen zu den wissenschaftlichen Grundlagen für das Auswahlverfahren entwickelt und geeignete Formate zur Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet, die in diesem Umfang und in dieser Qualität nie dagewesen sind. Darauf dürfen wir wirklich stolz sein. Und deswegen möchte ich auch den beteiligten Kommissionsmitgliedern und Bürgern sehr herzlich für ihre hervorragende Arbeit danken. Meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden nun die Empfehlungen der Endlagerkommission umgesetzt. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei der Suche.
Wir suchen nicht irgendeinen Standort, sondern den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit, und zwar ausschließlich auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das ist, glaube ich, in dem Zeitalter, in dem wir leben, ganz wichtig, wo jetzt faktenfreie Meinungen ja um sich greifen. Wir treffen keine Vorfestlegungen. Ausgangspunkt ist eine weiße Landkarte. Die Suche erfolgt anhand gesetzlich festgelegter Kriterien. Entscheidend ist die Geologie und nicht die politische Geografie. Dass die Menschen im Wendland nach der Historie von Gorleben lieber heute als morgen einen Schlussstrich wollen, ist mehr als verständlich. Als junger Abgeordneter habe ich selbst dort vor 37 Jahren demonstriert. Aber man könnte den Menschen in all den Regionen, auf die jetzt neu der Blick fallen wird, nicht vermitteln, dass bei ihnen nach rein wissenschaftlichen Kriterien geprüft wird, ein anderer Standort aber zuvor politisch ausgeschlossen wurde. Wir setzen zudem neue Maßstäbe in der Qualität des Suchverfahrens. Wir legen das Verfahren in staatliche Hände. Wir schaffen maximale Transparenz. Alle relevanten Daten und Unterlagen kommen auf den Tisch. Wir beteiligen die Bürgerinnen und Bürger und die Öffentlichkeit umfassend und von Anfang an. Ein gesellschaftliches Begleitgremium wacht über den gesamten Suchprozess. Das Verfahren sieht weitgehende Rechtsschutzmöglichkeiten vor, und jeder über jede einzelne Etappe des Verfahrens entscheidet Bundestag und Bundesrat. Das sichert die demokratische Legitimation der Endlagersuche. Dabei ist klar, die endgültige Entscheidung über einen Endlagerstandort fällen der Bundestag und die Länderkammer und eben nicht die betroffene Region, denn es handelt sich dabei um eine nationale Aufgabe. Damit werden wir dem Anspruch gerecht, ein ergebnisoffenes, streng wissenschaftsbasiertes, transparentes und lernendes Auswahlverfahren zu entwickeln. Am wichtigsten ist dabei, das möchte ich noch mal betonen, dass wir mit dem Gesetz neues Vertrauen in die Endlagerfrage schaffen oder besser schaffen können. Denn das bislang gewonnene Vertrauen ist noch ein zartes Pflänzchen. Und machen wir uns nichts vor, die größten Herausforderungen liegen noch vor uns, denn im Laufe des Prozesses wird sich die Suche auf einen immer kleineren Kreis von Regionen konzentrieren. Es kann vor Ort verständlicherweise zu Protesten und Widerständen kommen. Die lokale und regionale Politik kann dabei massiv unter Druck geraten. Deswegen werden wir alle ein starkes Rückgrat benötigen. Und die Entscheidungen werden nur dann insgesamt in der Öffentlichkeit auf Akzeptanz stoßen, wenn bis dahin ein stabiles Vertrauen in das Verfahren selbst gewachsen ist. Deswegen müssen sich alle Beteiligten an das jetzt vereinbarte Verfahren halten, und zwar ohne Wenn und Aber. Entscheidend sind allein die Vorgaben der Wissenschaft. Die Politik muss sich zurückhalten und der Versuchung widerstehen, bestimmte Standorte von vornherein für ungeeignet zu erklären. Denn mit politischer Taktiererei würde das Vertrauen schnell wieder zerstört. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns deshalb unserer gemeinsamen Verantwortung gerecht werden und das Suchverfahren sorgfältig durchführen. Lassen Sie uns eigene Interessen zugunsten des gesamtgesellschaftlichen Interesses zurückstellen. Lassen Sie uns auch bei den weiteren Schritten in den kommenden Jahren den größtmöglichen Konsens bewahren. Nur so können wir die Endlagersuche zum Erfolg führen. Und das sind wir den künftigen Generationen schuldig, denn wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Herzlichen Dank. Winfried Kretschmann, ganz am Schluss noch mit einem Spruch, der an die 70er Jahre erinnert. Aber er hat hier noch einmal gesagt, stabiles Vertrauen in das Verfahren, das ist die Voraussetzung dafür, dass eines Tages ein Standort auch mit der Akzeptanz der Bürger dort eingerichtet werden kann. Das ist doch stark zu bezweifeln, wenn man die letzten 40 Jahre im Wendland sieht. Niemand will das Zeug vor der Haustür haben. Matthias Mirsch jetzt für die SPD. Zunächst, glaube ich, muss man an einem solchen Tag noch mal betonen, wir hatten mehrere Debatten auch in den letzten Jahren angesichts der Jahrestage Fukushima und Tschernobyl.
Der Weg in die Atomkraft war und ist eine Sackgasse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch wenn heute noch philosophiert wird, dass das doch eigentlich eine sichere Technologie ist, auch eine günstige, an diesem Thema Endlagerung sehen wir, dass wenn wir die Kosten, die mit der Endlagerung verbunden sind, eingespeist hätten, dass die Atomenergie alles andere als günstig und verantwortbar ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe auch noch sehr genau im Ohr, was einige Kollegen von der CDU/CSU hier angesichts der Gedenktage gesagt haben. Lassen Sie uns heute wirklich den absoluten Schlussstrich ziehen und sagen, es darf nie wieder darüber geredet werden, dass AKWs weiter über 2022 in Deutschland laufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf mich dem Dank meiner Kolleginnen und Kollegen anschließen, Steffen Karnitz, auch Hubertus Zebel und vor allen Dingen Silvia Kotting-Uhl. Und Silvia, ich finde, es wäre gerecht gewesen, ein paar Minuten dir auch heute hier zu geben. Aber umso größer der Dank an dich für das, was du heute gemacht hast. Und ich darf ganz bewusst auch das Bundesumweltministerium hier loben und meinen Dank äußern. Das, liebe Barbara Hendricks, was deine Leute und du hier in den letzten Jahren gemacht hast, war eine Herkulesaufgabe. Wir konnten uns immer auf euch, auf konstruktive Vorschläge, auch in unserem Sinne verlassen. Dafür ein herzliches Dankeschön. So, und da das alles ja nicht nur eine Einheitssoße sein soll, möchte ich dann doch auch als niedersächsischer Abgeordneter, lieber Ministerpräsident Kretschmann, betonen, das, was Stefan Weil und Stefan Wenzel hier in den letzten Jahren angestoßen haben, auch mit Ihnen zusammen, ist, glaube ich, das gewesen, was als größtmöglicher Konsens erreichbar gewesen ist. Aber ich sage ganz bewusst auch, weil ich auch als Anwalt viele Menschen aus dem Wendland vertreten habe und ich mich nach wie vor verantwortlich fühle. Die weiße Landkarte kann man so einfach sagen. Aber wir haben Erkenntnisse. Und wir haben auch hier in diesem Haus einen Untersuchungsausschuss gehabt. Und ich sage nach wie vor, auch wenn Gorleben erstmal im Topf drin ist, wir haben Erkenntnisse, die alle mal ausreichen, dass Gorleben nicht geeignet ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es war ganz interessant, als wir vor einigen Wochen den Gesetzentwurf vorgestellt haben, habe ich einen Kommentar gelesen, der sagt, das, was wir hier machen, ist eine Falle für die Bürgerinnen und Bürger. Wir würden Öffentlichkeitsbeteiligung herstellen, da, wo sie eigentlich überhaupt nicht angezeigt wäre. Und die Überschrift lautete, lasst Experten entscheiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist spannend, dass nach wie vor, und wir haben Meinungsfreiheit, so etwas geschrieben wird. Aber gerade die Atomtechnologie, gerade die Frage der Endlagerung ist doch ein Beispiel dafür, dass Experten absolut sich irren können. Was haben Sie gesagt? Die Asse ist sicher. Und jetzt sehen wir 10.000 Liter Wasser am Tag. Das kann doch nicht sein, dass man jetzt nur einfach blind Experten vertraut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und stattdessen, Herr Lengsfeld, Sie sind ja noch dran, können Sie gleich noch sagen, stattdessen haben wir hier verschiedene Institutionen implementiert, die nicht ganz unumstritten gewesen sind. Herr Präsident Lammert, ich erinnere mich noch, als ich mit Rebecca Harms den Vorschlag der Kommission gemacht habe, da war das zumindest bei Ihnen sehr große Skepsis. Ich glaube, nach 2 Jahren Arbeit dieser Kommission können wir feststellen, verbunden mit einem herzlichen Dank an Michael Müller und Ulla Hein-Esser, dass es sich gelohnt hat, bei dieser großen Menschheitsaufgabe auch neben dem Parlament ein kontinuierlich tagendes Sachverständigengremium zu implementieren aus den unterschiedlichsten Gruppen der Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Ich bin jedenfalls dankbar, dass wir diesen Weg gegangen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum anderen, wir haben jetzt ein Gremium in das Gesetz geschrieben, das nationale Begleitgremium,
über das auch viel philosophiert worden ist. Wollen wir einen Wächterrat, der über Bundestag und Bundesrat steht? So wurde mir Verfassungsbruch sogar vorgeworfen von einem Rechtsprofessor. Das, glaube ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist altes Denken. Wenn wir etwas aus dieser Geschichte der Atomkraft lernen, dann ist es doch, dass wir ein bisschen demütig sind über Entscheidungskulturen und über die Fragen, wie transparent und hinterfragend wir an eine solche große Frage gehen. Und deswegen, ich finde es richtig, dass die nachfolgenden Bundestage und auch der Bundesrat weiter begleitet wird von einem Gremium, was die Macht hat, auch Alarm zu schlagen, wenn es das Gefühl hat, hier geht etwas unfair zu. Transparenz und Rechtfertigungsdruck werden die einzigen Möglichkeiten sein, um die Konflikte, die in den nächsten Jahrzehnten in dieser Frage vor uns liegen, zu bewältigen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Matthias Mirsch für die SPD, die dieses Gesetz ja hier auch mit einbringt, auch wenn man phasenweise das Gefühl hatte, dass Matthias Mirsch eher zur Linksopposition gehören Vielen mag. Danke, Präsident. Nächste. Ja, Matthias. Nein, jetzt gibt es eine kurze Intervention. Ich hätte es nicht so stehen lassen, dass du es angemessen gefunden hättest, wenn meine Fraktion mir auch ein paar Minuten gegeben hätte. Ich danke dir zwar für das Lob, das da dahinter steckte, aber es war gar nicht mein Wunsch, ein paar Minuten zu bekommen, sondern es war mein Wunsch, dass Winfried Kretschmann diese 10 Minuten spricht, weil ich es für sehr notwendig halte in dieser Debatte im Hinblick darauf, was nach dem Beschluss des Gesetzes und dann, wenn das Verfahren beginnt, ja auf uns als Gesamtgesellschaft zukommt, dass ein Ministerpräsident hier noch mal klar macht, dass es die Länder sein werden, die diese Aufgabe dann schultern. Natürlich die Gesamtgesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger, aber die Länder in ganz großer Verantwortung und dass sie diese Aufgabe annehmen müssen. Wir Berichterstatter wissen ja sehr gut, dass das nicht bei allen Ländern auf gleichermaßen Bereitschaft gestoßen ist von Anfang an. Und deswegen finde gerade ich, der, glaube ich, alle, die mit mir gearbeitet haben, wissen, wie wichtig mir dieses Gesetz ist. Gerade ich halte das für sehr wichtig, dass wir eine Stimme heute hier hören, die sagt, ja, die Länder sind jetzt in der Pflicht, diese Aufgabe anzunehmen. Sonst wird diese große Aufgabe scheitern. Und dafür bin ich Winfried Kretschmann sehr dankbar. Eva Bulling-Schröter erhält nun das Wort für die Fraktion. Sie ist Sprecherin für Energie- und Klimapolitik der Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für den Neustart der Suche nach einem Lager für atomare Abfälle sprach Minister Habeck von einer Art nationalen Versöhnung. Und ich muss sagen, leider ist es das nicht, wie man an den heutigen Protesten der Anti-Atom-Bewegung vor dem Reichstag sah, auch wenn ich zugebe, dass wir schon ein bisschen weitergekommen sind. Und trotzdem muss ich heute in der Wunde bohren. Mitte Dezember haben Union, SPD und Grüne in diesem Haus den Finanzierungsdeal der Atomfolgenkosten auf den Weg gebracht und die Linke hat das sehr kritisiert und das mit Recht. Und man hätte wissen können, was nun klar ist. Vattenfall zieht seine 4,3 Milliarden Klage in Washington eben nicht zurück. Und einige Abgeordnete haben damals gesagt, der Staat würde sich lächerlich machen, wenn die beiden letzten kostspieligen Klagen nicht zurückgezogen würden. Und ich sage, die Kolleginnen und Kollegen der Union, SPD und auch der Grünen, die sich hier vor 3 Monaten für diesen Deal gelobt haben, die haben sich leider lächerlich gemacht. Ja, und es ist ungefähr die gleiche Gruppe von Abgeordneten, die heute das novellierte Strahlenauswahlgesetz auf den Weg bringt. Und dieses Gesetz beinhaltet wesentliche Verbesserungen. Es ist aber unzureichend geblieben, leider. Mal ganz abgesehen davon, dass einige aus dem Unionslager bereits heftig dafür streiten, dass gerade das bayerische Kristallingestein nicht geeignet sei für Endlagerzwecke. Und da wird aus dem Ökonomen Herrn Nüßlein plötzlich ein versierter Geologe. Der weiß, dass Granit im Bayerischen Wald nicht taugt für die Endlagerung. Er wird es uns vielleicht nachher erklären. So unter dem Motto Bayern first,
keine Verantwortung übernehmen. Ja, schließlich war ja auch Franz Josef Strauß der, der die AKWs forciert hat. Aber immerhin, Kristallin ist mit dabei. Und vor der eigenen Gartentür hört bei Ihnen der Konsens auf. Und das ist schon seit 1970 so. So kam übrigens auch damals die Wahl auf das Zonenrandgebiet Gorleben zustande. Ich weiß gar nicht, wieso Sie sich so aufregen. Eigentlich waren Standorte im Emsland für geeignet gehalten worden. Die lagen aber in den CDU-Wahlkreisen von Walter Remmers und Rudolf Seiters. Gorleben war einfach weit genug davon weg. Und wir alle kennen das Gesicht des grinsenden Ministerpräsidenten Albrecht, wie er vor exakt 40 Jahren auf der Landkarte auf den damals völlig unbekannten Ort Gorleben deutete, also nichts mit wissenschaftlich. Und bis heute geben CDU und CSU nicht wirklich zu, dass Gorleben politisch ausgewählt wurde. Und dass es vor allem deshalb im Spiel gehalten werden musste, weil man Gorleben als Entsorgungsnachweis für die laufenden Atomkraftwerke brauchte, die man ja sonst vom Netz hätte nehmen müssen. Und das muss man ja mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in den 1990er Jahren lehnte die Bundesregierung eine alternative Standortsuche ab, weil man an anderen Standorten nie den gleichen hohen Erkundungsstand erreichen könne wie in Gorleben. Heute argumentiert genau die Mehrheit andersrum. Gorleben müsse im Verfahren bleiben, sonst wäre das nicht gerecht. Und ich finde, oder wir, die Linken, finden, das passt überhaupt nicht zusammen. Gorleben steht für eine große Wunde, falsche Entscheidungen, Manipulationen, Unwahrheiten und Polizeiprügel. Und Gorleben im Verfahren zu belassen, ist daher eine Art Erbsünde dieses Standortauswahlgesetzes und nicht geeignet für eine Art nationale Versöhnung. Ja, und liebe Kolleginnen und Kollegen, heute war die Demo, es waren auch Leute von der BI Gorleben da und die Frau hat gesagt, wenn jemand ein Auto mit Zündschlüssel stehen lässt und es wird geklaut, ist das Verleitung zum Diebstahl. Wenn Gorleben nicht ausgeklammert wird, ist es Verleitung zur Lagerung von Atommüll in einem nicht geeigneten Lager. Und Herrn Karnitz sage ich noch so, Sie reden von Kultur der Verantwortung und es, die Leute sollen nicht mehr protestieren. Genau wer sich einmischt, wer auch protestiert, wer mal Nein sagt und wer nachdenklich ist, der trägt Verantwortung. Fortentwicklung des Standortauswahlgesetzes. Das bedeutet übersetzt, wo soll der Atommüll die nächsten 1 Million Jahre gelagert werden? Dieses Atommüllendlager soll nach verschiedenen Kriterien gesucht werden bis zum Jahr 2031. Und ab dem Jahr 2050 soll der Atommüll dort eingelagert werden, laut dem Gesetz, das heute hier in zweiter, dritter Lesung verabschiedet wird. Georg Nüßlein jetzt für die Union. Neuanfang zugleich. Ich möchte noch mal betonen, lieber Herr Kollege Miersch, dass der dickste Punkt, nämlich der Ausstieg aus der Kernenergie, schon eine ganze Weile beschlossen ist und ich mich jetzt schon ein bisschen echauffiert habe, weil Sie versucht haben, die Diskussionen von gestern wieder anzustoßen. An der Stelle, das ist ohne Not, glaube ich. Das wäre nicht notwendig gewesen. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, waren das, was Sie gesagt haben und was die Frau Kollegin entsprechend ergänzt hat gerade, Kollegin Schröter, gerade ergänzt hat, etwas, was schon auch unfair ist gegenüber den Eidforderern auch ihrer Partei. Denn natürlich ist es Leuten wie Helmut Schmidt auch damals darum gegangen, dieses Land mit Strom zu versorgen, dafür, dass uns Wohlstand zuwächst und Industrie funktioniert. Das muss man doch mal deutlich sagen. Und eigentlich sollte uns jetzt genau diese Frage umtreiben, was denn nach dem Ausstieg kommt. Das ist das entscheidende Thema. Wie schaffen wir es, zuverlässig und kostengünstig dieses Land mit Strom zu versorgen? Das ist die entscheidende Frage. Die sollte man diskutieren und nicht über die Frage von vorgestern hier an der Stelle philosophieren. Und ich glaube, dass, wenn es um Schlusspunkte geht bei dem Thema Kernausstieg, dass es in dieser großen Koalition gelungen ist,
zwei weitere zu setzen. Zum einen Schlusspunkt der Finanzierung und Organisation von Rückbau, Zwischen- und Endlager. Etwas, was übrigens, Herr Mirsch, sehr wohl einkalkuliert ist. Deshalb haben wir ja auf die Rückstellungen der Kernkraftversorger tatsächlich zurückgreifen können. Also insofern ist es auch objektiv falsch, wenn Sie sagen, das sei nicht einkalkuliert gewesen. Ist einkalkuliert. Wir greifen darauf zurück, nehmen das Geld verursachergerecht und werden dafür sorgen, dass damit ohne zusätzliches Risiko für die Steuerzahler dann auch die Endlagerung organisiert wird. Und dafür tun wir heute einen weiteren entscheidenden Schritt, indem wir die formalen Voraussetzungen für ein Standardauswahlverfahren hier sichern. Das ist ganz wichtig und das oberste Gebot, meine Damen und Herren, muss sein, bestmögliche Sicherheit. Bestmögliche Sicherheit. Dass das parteiübergreifend, ja geradezu überparteilich und auch gesamtgesellschaftlich fundiert gelingt, ist etwas ganz Besonderes. Ich gebe ganz offen zu, dass ich kein Fan von Kommissionen bin, überhaupt nicht. Denn ich glaube, niemand repräsentiert die Gesellschaft in diesem Land besser als der Deutsche Bundestag. Aber in diesen zwei Ausnahmefällen, über die wir heute reden, glaube ich, war es vernünftig, das zu tun. Und es war auch erkenntnisreich, denn mich hat auch ein bisschen verwundert, die Pilatus-Strategie einiger Umweltverbände, die dauerhaft sich ihre Hände in Unschuld waschen wollen und die überhaupt nicht geneigt waren ursprünglich, sich an diesem schwierigen Thema zu beteiligen. Umso bemerkenswerter finde ich, dass die Grünen, jetzt will ich Sie gerade loben, wenn Sie nicht dazwischen schreien, tue ich es auch noch, ja, umso bemerkenswerter finde ich, dass die Grünen, Frau Kotting-Ohl, ist in ihrer Rolle bereits gewürdigt worden, diese Verantwortung annehmen. Dafür herzlichen Dank und Anerkennung an der Stelle. Und an den einen oder anderen, Herr Mirsch von der SPD, schauen Sie sich an, wie sich die Linke verhält. Das ist aufschlussreich für die Zukunft, glaube ich. Auch das sollte man durchaus tun. Nun haben wir gestern vom neuen Bundespräsidenten gelernt, dass es in der politischen Orthographie keinen Schlusspunkt, sondern nur Kommas gibt. Und nach diesem Komma steht eines ganz klar, nämlich Verantwortung in einer Zeit, die nicht ganz einfach werden wird. Standortsuche bis zum Jahr 2031 nehmen wir uns Zeit. Ich halte es auch für richtig, dass wir den Fokus auf die hochradioaktiven Abfälle richten. Das war sicher auch ein gutes Ergebnis des parlamentarischen Beratungsprozesses, weil es das Verfahren stringenter macht. Es ist, wie alle Redner vorher betont haben, ein großer gemeinsamer Erfolg. Ich will mich dem Dank anschließen an die Berichterstatter, die Mitarbeiter, auch im Ministerium insbesondere, auch an die Ministerin. Der wäre noch ein bisschen euphorischer ausgefallen, wenn Sie, Frau Ministerin, die Seele der Atomkraftgegner eine Gaso massiert hätten, sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem will ich ganz ausdrücklich betonen, dass es auch Ihr Erfolg ist, weil Sie mit Beharrlichkeit immer dafür geworben und davon überzeugt haben, warum dieses Gesetz nun gerade an der Stelle erfolgreich ist. Vielen Dank dafür. Dieser Kompromiss, das haben wir gehört, verlangt allen etwas ab. Ich bin der Überzeugung, dass mit dem Ergebnis keiner so unzufrieden sein kann, dass er dem Gesetz nicht zustimmen könnte. Und wenn ich sage, alle müssen an der Stelle Kröten schlucken, dann gilt das natürlich auch mit Blick auf die Anforderung an eine weiße Landkarte. Nur so wird dieser Prozess unangreifbar, das ist richtig, und nur so kann man diesen Argumenten, Gorleben sei aus politischen Gründen überhaupt in den Fokus geraten, entgegenwirken. Das heißt aber auch, meine Damen und Herren, dass wenn man das Verfahren so macht, wie wir es jetzt vorhaben, dass Gorleben nicht unwahrscheinlicher, sondern wahrscheinlicher wird. Und deshalb sind ja ein paar in dem linken Lager tatsächlich so aufgeregt an der Stelle. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt zum heutigen Zeitpunkt jedenfalls wissenschaftlich, und da muss man nicht Geologe sein, man muss nur lesen können, wissenschaftlich keine wirklichen technischen Einwände gegen Gorleben, weshalb wir darauf gedrungen haben, dass Gorleben tatsächlich im Fokus bleibt. Wir haben 2 Milliarden Vorinvestitionen an der Stelle, und eine weiße Landkarte wäre, wie Ministerpräsident Kretschmann das richtig und seriös dargestellt hat, ohne Gorleben nicht möglich. Und deshalb
danke ich Ihnen, Herr Ministerpräsident Kretschmann, für diese Klarheit, auch wenn ich weiß, dass man nach Shakespeare hier die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks auf sich ziehen wird als grüner Ministerpräsident, wenn man das so klar macht. Aber das zeichnet sich hier in ganz besonderer Weise aus. Ich Machen Sie sich keine Sorgen über Bayern. Das Glück Bayerns machen wir nicht an Personen fest, sondern am Erfolg. Und wenn wir dann eine Erfolgsbilanz ziehen am Schluss und Bayern und Baden-Württemberg nach dem Ende beider Ehren vergleichen wird, lieber Herr Kollege, dann wird man sehen, wer am Schluss besser dasteht. Ich weiß, wie es ausgehen wird, und Sie werden es erleben. Ich danke allen, die hier über den Schatten gesprungen sind, auch wenn ich merke, wie schwer es Ihnen fällt. Ich spreche jetzt nicht vom Krötenschlucken, weil ich weiß, dass da die Grünen insbesondere ein paar naturschutzrechtliche Bedenken hätten an der Stelle. Aber ich glaube schon, dass man davon sprechen kann, dass uns das Gesetz tatsächlich Ehre macht. Ich will aber auch sagen, dass auch die andere Seite, unsere Seite, eine solche Kröte schlucken musste. Meine aber schon, dass auch in dem Gesetz durchaus auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir von vornherein klar ausschließen, das Thema Granitgestein, weil es zerklüftet ist, weil es deshalb keinen Sinn macht. Aber wir haben gesagt, wir lassen es im Topf, wir lassen es im Fokus, weil wir uns nicht einem politischen Vorwurf, der hier sofort reflexartig kommt, aussetzen will. Trotzdem glaube ich, dass in diesem Gesetz, und da bitte ich genau hinzuhören jetzt, in diesem Gesetz ganz klar zum Ausdruck kommt, dass eine Endlagerung in kristallinen Gestein, das wie gesagt zerklüftet ist und deshalb auf technische Barrieren angewiesen wird, dass das zum Ausdruck kommt im Gesetz, dass das nur die zweitbeste Möglichkeit sein kann. Das will ich an der Stelle ganz klar unterstreichen. Und wer es nicht glaubt, der soll mir doch mal genau erklären an der Stelle, wie man bei dem angesprochenen Zeitraum von 1 Million Jahren einen Langzeitsicherheitsnachweis bringen will für irgendwelche technischen Behältnisse. Da ist die Geologie an der Stelle. Da ist die Geologie an der Stelle einfacher zu belegen, auch mit den klaren Schwierigkeiten, die ich gerne bestreiten will. Aber ich halte es für jedenfalls klar wahrscheinlicher, dass ein einflusswirksames Wirtsgestein an der Stelle Vorteile haben muss, wenn man über die Frage diskutiert, was kann da, was wird da in den nächsten Millionen Jahren passieren. Und es wäre schon eine eigene Hybris, die zu dem, was Sie doch hier immer kritisieren, überhaupt nicht passt, wenn man sagt, wir lösen das Problem technisch an der Stelle. Und deshalb glaube ich, dass wir gemeinsam alle miteinander intelligente Formulierungen gefunden haben, um klarzustellen, was das zweitbeste Konzept ist, auch wenn man natürlich am Schluss auf politische Formulierungen angewiesen sind, ist die dann vielleicht an der einen Stelle an Klarheit entbehren. Aber das war eben auch geschuldet dem Thema weiße Landkarte. Alle sind mit dabei, alle Bundesländer nehmen ihre Verantwortung wahr, alle sehen das, alle unterziehen sich der Anfangsprüfung. Und wir werden dann uns an der Wissenschaftlichkeit festhalten, so wie das Ministerpräsident Kretschmann vorhin beschrieben hat, die entscheidend am Schluss ist für die Frage, wofür entscheiden wir uns, eben nicht politische Maßstäbe, nicht Maßstäbe des Protestes, sondern Maßstäbe der Wissenschaftlichkeit, die an der Stelle dann entsprechend zum Ausdruck kommen. Und ich glaube, dass das richtig ist und dass es auch insbesondere wichtig und richtig war, diese Schritte, so wie sie heute beschrieben wurden, zu gehen, dass wir die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Endlagersuche geschaffen haben, die dazu führen, dass wir ab 1. Juli dieses Jahres 23,6 Milliarden Euro an Geldern von den EVUs bekommen, um das Thema finanzieren zu können.
Was uns natürlich auch wieder dazu verpflichtet, meine Damen und Herren, diesen Schritt heute zu gehen. Man kann nicht erst das Geld einnehmen und dann sagen, wir können uns aber nicht entscheiden, wie wir dann weiter verfahren wollen. Das wäre falsch. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass wir eine Bundesgesellschaft für Endlagerung bereits eingerichtet haben, eine weitere Verpflichtung ausmacht, heute diesen Schritt zu gehen, dem zuzustimmen. Und drittens, und das halte ich auch für ganz wichtig, da spreche ich auch etwas für meinen Wahlkreis, in dem Gundremmingen liegt, wir sind auch verpflichtet gegenüber denen, bei denen es Zwischenlager mittlerweile gibt, eine Perspektive zu nennen. Wie lange das geht, wie es weitergeht, und das tun wir mit dem heutigen Tag. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich möchte es noch mal ganz deutlich unterstreichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, die Perspektive ist klar. Ab 2050 soll das Endlager kommen. Allen scheint das sehr ambitioniert, aber eine Zahl muss man ja setzen. Steinsalz, Ton oder Granit, das ist die Frage. Vielleicht sollte man vorher entscheiden, welches dieser Träger besser ist für die Lagerung und dann erst anfangen zu buddeln. Aber jetzt als nächste Rednerin Hildrud Lotze von der SPD. Ich komme aus dem Wahlkreis Lüchow-Dannenberg-Lüneburg und dort liegt Gorleben. Gorleben wurde vor 40 Jahren von der Politik und allen voran der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht willkürlich als Endlagerstandort benannt, gegen jeden wissenschaftlichen Rat und ohne jegliche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die Menschen im Wendland haben diese Entscheidung nicht hingenommen und sich widersetzt. Damit begann ein gesellschaftlicher Konflikt, ein großer Konflikt, der hauptsächlich auch hier im Wendland ausgetragen wurde. Und mit dem Standortauswahlgesetz lassen wir diese Art der Auseinandersetzung jetzt hoffentlich hinter uns. Wir machen einen Neustart in der Endlagersuche. Der nationale Endlagerstandort soll mit einem fairen und transparenten Verfahren ausgewählt werden. Die Öffentlichkeit wird im Standortauswahlverfahren frühzeitig und dauerhaft einbeteiligt. Wir suchen bundesweit und ergebnisoffen. Aber, meine Damen und Herren, trotz alledem ist es so, die Geschichte um Gorleben, die ich eben nur ganz kurz angerissen habe, die hat eben dazu geführt, dass die Menschen vor Ort wenig Vertrauen in den Neustart der Endlagersuche haben. Ich verstehe das und ich bedauere auch zutiefst, dass es so ist. Ich habe es auch sehr bedauert, dass Vertreter aus Lüchow-Dannenberg nicht in der Endlagerkommission mitgearbeitet haben, nicht konnten oder nicht wollten. Und dennoch sind ihre Anliegen in der Kommission diskutiert worden und sie sind auch im Gesetzentwurf berücksichtigt worden. Vorletzte Woche haben wir noch einmal in einer öffentlichen Anhörung den Entwurf des Gesetzes diskutiert. Und es war gut, sage ich hier deutlich, dass mit Martin Donath ein Experte aus der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg dabei war. In dieser Anhörung, bei der auch Herr Töpfer da war, der Vorsitzende des Nationalen Begleitgremiums, wurde noch einmal sehr deutlich, dass es die zentrale Herausforderung bei der Umsetzung des Standortauswahlverfahrens ist, dass Vertrauen wieder aufgebaut wird. Und das ist hier schon mehrfach gesagt worden, ich sage es aber gerne noch mal, dass ein Endlager wirklich nur in einem breiten gesellschaftlichen Konsens erreicht werden kann. Und das Gesetz, das wir heute verabschieden, legt dafür eine gute Grundlage, davon bin ich überzeugt. Wir gehen hier einen neuen Weg und lassen damit auch die Tricks und Täuschungen der Vergangenheit hinter uns. Wir haben etliche Anmerkungen aus der Anhörung noch aufgenommen. Es wurden Dinge präzisiert, wie zum Beispiel die Frage, dass wir einen Standort für hochradioaktiven Müll suchen und nicht für ein Kombilager. Und Formulierungen, die eine Priorisierung von Gorleben beinhaltet hätten, haben wir noch mal überprüft. Und da, wo es nötig war, haben wir sie auch herausgenommen. Und natürlich, als Abgeordnete aus der Region hätte ich es natürlich gut gefunden, wenn Gorleben aus dem Verfahren von vornherein rausgenommen worden wäre. Und dafür gibt es auch gute Gründe, Herr Nüßlein. Wenn Sie alle Gutachten lesen, dann lesen Sie auch die geologischen Gutachten, die eine klare Sprache sprechen, dass dieser Standort nicht geeignet ist. Und deswegen bin ich auch sehr sicher, dass Gorleben im Verfahren sehr frühzeitig ausscheiden wird. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal die Menschen ansprechen, ohne die wir nach meiner Überzeugung heute hier nicht über dieses Gesetz
sprechen und abstimmen würden. Ich meine damit die Anti-Atom-Bewegung und ganz besonders natürlich die Menschen im Wendland. Ich habe Marianne Fritzen kennengelernt, die Grande Dame der Anti-Atom-Bewegung, kurz bevor sie im letzten Jahr verstorben ist. Sie war das, was unsere Ministerin heute Morgen als eine demokratische Kraft bezeichnet hat. Sie hat sich aufrichtig und bis zum Ende hin für die Anti-Atom-Bewegung eingesetzt und sie hat mich sehr beeindruckt. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, wirklich ein Dank erforderlich an alle, die 40 Jahre lang sich in dieser Bewegung engagiert haben. Viele, die ich hier sehe, sind ja öfter in Gorleben gewesen bei Castortransporten und da waren ja auch immer viele Polizistinnen und Polizisten. Das war kein Vergnügen dort vor Ort und ich denke, heute ist es auch angemessen, mal an die zu denken, an die Einsatzkräfte, die dort den Kopf hinhalten mussten für eine falsche politische Entscheidung. Noch eine Gruppe will ich ansprechen, die von unseren Entscheidungen betroffen ist, die wir aber selten im Blick haben. Das sind die Beschäftigten im Erkundungsbergwerk Gorleben. Rund 100 von ehemals 240 Bergleuten arbeiten jetzt noch dort. Sie bauen nach dem Erkundungsstopp das Bergwerk zurück und bereiten es für den Offenhaltungsbetrieb vor. Dieser soll am 1. Januar 2018 beginnen. Viele Bergleute haben ihren Job dort schon verloren und etliche werden ihn noch verlieren. Das wissen die und sie haben sich auch damit abgefunden. Sie akzeptieren die politischen Entschlüsse. Was sie aber erwarten, und das fordere ich auch als örtliche Abgeordnete ein, dass sie von ihrem Arbeitgeber über die zukünftige Entwicklung frühzeitig informiert werden, dass sie erfahren, wie viele Leute ab dem 1. Januar dort noch vor Ort bleiben, wo die anderen eine Verwendung finden und alles, was damit zusammenhängt. Und dass man bis zum letzten Arbeitstag respektvoll und würdevoll mit ihnen umgeht. Ich bin mir da der Unterstützung unserer Umweltministerin sicher. Sie ist ja auch schon dort gewesen, hat Gespräche geführt. Aber das ist mir ein wichtiges Anliegen. Meine Damen und Herren, ich sehe, der Präsident meldet sich sofort. Ich habe noch drei Sätze. Das Standortauswahlgesetz ist ein Meilenstein. Die eigentliche Arbeit liegt noch vor uns. Der Weg wird sicherlich nicht immer konfliktfrei sein. Ich hoffe und vertraue aber darauf, dass wir als Gesamtgesellschaft diese Aufgabe im respektvollen Umgang miteinander und mit Mut miteinander meistern werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiltrud Lotze mit einer eindringlichen Schilderung aus dem Wendland. Dennoch ist mir bis jetzt nicht klar, selbst wenn man die Bürger mitdiskutieren lässt, am Schluss muss die Politik entscheiden und es wird Widerstand geben, egal wo das Endlager errichtet wird. Philipp Lenzfeld. Meine letzte Rede zur Atomkraft habe ich mit einem Bekenntnis gestartet, nämlich, dass ich schon immer Atomkraftgegner war, Kollege Mirsch. Und es gibt dafür zwei Kernargumente, und die haben Sie ja auch genannt, die Sicherheitsfrage und die Lagerungsfrage. Beide sind nicht wirklich zufriedenstellend zu lösen und deshalb ist es richtig, dass Deutschland aus dieser Technologie aussteigt. Wir beschäftigen uns heute mit der zweiten Thematik und ich möchte ausdrücklich feststellen, dass auch ich froh bin, dass es diese Koalition zusammen mit Bündnis 90 die Grünen geschafft hat, ein Gesetz für die langfristige Lagerung von hochradioaktiven Atomabfällen aus deutschen Kernkraftwerken in Deutschland auf den Weg zu bringen. Denn natürlich ist es richtig, dass wir unsere Abfälle aus unseren Kraftwerken nicht in andere Länder exportieren, selbst wenn es sicher Regionen der Welt gibt, die für eine langfristige Lagerung atomarer Abfälle bessere Voraussetzungen haben als das dicht besiedelte Deutschland. Ich halte es für politisch klug, dass wir auch diesen Teil des Umgangs mit der Technologie in unserem eigenen Land nach unseren eigenen Regeln und unter unserer Kontrolle machen. Der Gesetzentwurf basiert auf den Empfehlungen der Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe, ist ja alles schon gesagt worden, die ich im Kern richtig finde. Dabei möchte ich den wissenschaftlichen Anspruch noch mal herausstellen und ausdrücklich begrüßen. Die langfristige Lagerung in tiefen geologischen Formationen ist nach Abwägung aller bislang weltweit betrachteten Optionen die beste. Es gibt ja übrigens auch andere Dinge, die man sich da vorstellen konnte. Das Konzept soll reversibel sein. Diesen Punkt will ich noch mal vertiefen, ein ganz wichtiger Punkt. Zentrale Elemente sind hierbei im Rahmen der Offenhaltungsphase des Endlagers die Rückholung der Abfälle
und nach Verschluss des Lagers die Möglichkeit der Bergbarkeit der Abfälle bis zu 500 Jahre. Bis zu 500 Jahre. Und diese 500 Jahre scheinen mir bei allem Respekt vor der Kommission auch ein viel realistischerer Zeithorizont als die im Bericht genannte Vorgabe 1 Million Jahre. Also das hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Diese Bemerkung sei mir erlaubt. Deshalb halte ich die Bezeichnung Endlager auch nicht für ganz glücklich. Ziel des neuen Suchverfahrens ist es, einen Standort für die hochradioaktiven Abfallstoffe mit bestmöglicher Sicherheit, auch das ist ja gesagt worden, in einem Verfahren zu finden, welches nach klaren Kriterien abläuft. Und als Ziel für die Standortfestlegung, das ist hier nicht so oft gesagt worden, wird das Jahr 2031 angestrebt. Gerade als Berliner muss ich sagen, das ist doch mal ein halbwegs realistischer Zeithorizont in diesem Land. Ich möchte hier noch einen letzten Aspekt aus Sicht eines Forschungspolitikers ansprechen. Das ist auch der Grund, warum ich hier stehe. In Deutschland herrscht ein Exportverbot für hochradioaktive Abfälle aus Leistungsreaktoren. Und ich begrüße im Namen meiner AG, der AG Bildung und Forschung, ausdrücklich, dass dieses Exportverbot eben nicht ausnahmslos auf Forschungsreaktoren ausgeweitet wurde. Hier ist ideologische Unerbittlichkeit falsch. Und deutsche Rechthaberei, Kollege Miersch, übrigens auch. Und bei allem Respekt, Frau Ministerin, ich finde, das Umweltministerium sollte seine Kraft auf die Hauptaufgabe konzentrieren. Und das ist die Identifikation eines geeigneten Standorts für die Lagerung von Abfällen aus Leistungsreaktoren und ganz sicherlich nicht die Frage, was wir mit den Kügelchen aus dem AVR Jülich machen. Das ist die Aufgabe des BMBF. Da brauchen wir Optionen, um diese Frage zu lösen. Und da helfen uns ideologische Vorgaben. Herr Trittin, ich mache nachher eine Dose auf in Erinnerung Ihrer politischen Leistungen. Ganz sicherlich nicht weiter. Wir brauchen die Option, dass ist Forschung und da werden eben auch Fehler gemacht, Herr Miersch. Wenn wir in Deutschland immer schon wissen, was das Ergebnis von Forschung ist, dann wären wir sehr viel besser als alle anderen Länder dieser Welt. Aber das ist nun mal nicht der Charakter von Forschung. Der Charakter von Forschung ist Trial and Error und dann darf man auch mal einen Fehler machen und dann kann es nicht in dieser rechthaberischen Art und Weise einem jahrzehntelang vorgehalten werden. Wir haben Forschungsreaktoren und da müssen wir das Problem lösen. Das hat aber nichts mit der Endlagersuche zu tun und deshalb begrüße ich, dass wir nicht ausnahmslos, nicht gnadenlos dieses Exportverbot auf die Forschungsreaktoren ausgeweitet haben. Sie sehen, dass ich mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf insgesamt zufrieden bin. Ich kann deshalb auch aus forschungspolitischer Sicht um Unterstützung werben. Vielen Dank. Als letzter Redner hier zu dem Punkt Fortentwicklung des Standortauswahlgesetzes ist Eckhard Pohls. Auch er kommt von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dass wir hier und heute zum Standortauswahlgesetz debattieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Nach Jahren der Tatenlosigkeit haben wir uns in dieser und in der vorangegangenen Legislaturperiode der Verantwortung gestellt und des Themas Endlagerung hochradioaktiver Abfallstoffe angenommen. Die Arbeit der Standortauswahlkommission hat allen Beteiligten in den vergangenen 3 Jahren viel abverlangt. Es war ein Ring um einen Kompromiss, den alle Seiten, dass sie von allen Seiten die eine oder andere Kröte, wir haben das schon gehört, schlucken mussten. Eines hatten wir aber alle gemeinsam. Wir wollten endlich die Suche nach einem Endlager voranbringen und die Grundlage dafür auch noch in dieser Legislaturperiode schaffen. Während der Arbeit der Kommission wurde vieles aufgearbeitet, es wurde auch viel gestritten und es wurde um Formulierungen gerungen. Im Bewusstsein der heiklen Situation forderten die Experten in der Endlagerkommission in ihrem Abschlussbericht schließlich ein selbst hinterfragendes, lernendes System für die Standortauswahl. In diesem Zuge ist eine gute Kommunikation unter Einbeziehung aller Meinungen unerlässlich. Deshalb hat die Kommission auch ein neues, umfangreiches Öffentlichkeitsbeteiligungskonzept zur Begleitung der Standortsuche erarbeitet und vorgeschlagen. Und dieses Prinzip der Kommunikation und Partizipation gilt auch nach Festlegung auf einen Standort. So wird die Ausgestaltung eines entsprechenden Ausgleichskonzepts bei der zuständigen Regionalkonferenz angesiedelt sein. Bei jenen Menschen also, die ihre Region am besten kennen und am besten wissen, wo sie Unterstützung brauchen, wo Unterstützung nötig ist.
All diese Maßnahmen zur Förderung von Kommunikation und Austausch sollen Fehlentwicklungen vorbeugen und die Offenheit des Prozesses erhalten. Aber wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass die betroffenen Standortregionen kein Vetorecht haben. Am Schluss entscheidet der Gesetzgeber. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Union hat einen großen Schritt gemacht. Wir haben aus Ereignissen, ja, vielleicht auch aus den Fehlern der vergangenen Jahrzehnte gelernt. Denn der Weg zu einer akzeptablen Lösung war für uns ein unumgänglicher Schritt. Auch mal über den eigenen Schatten zu springen und das zum Wohle aller. Und dieses Verhalten hätte ich mir wirklich von allen Beteiligten gewünscht, Herr Zebel, auch gerade von Ihnen, von den Linken, dass Sie den gefundenen Kompromiss auch bei der letzten Abstimmung nicht mehr mittragen, ist der Sache sicherlich nicht dienlich, da Sie auch die ganze Zeit wirklich aktiv daran mitgearbeitet haben. Noch mehr habe ich mich aber geärgert, dass die gar nicht bereit waren, sich dem Austausch verschiedener Standpunkte zu stellen. Dazu gehören die schon erwähnten Umweltverbände und sogar die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg aus dem Landkreis, in dem Gorleben liegt. Statt konstruktiv an einer Lösung der Endlagerfrage mitzuarbeiten, haben sie sich aus der Verantwortung gestohlen und nur von außen versucht, alles zu kritisieren. Und daher frage ich mich, wie dreist man denn, ist man denn, wenn ein Ergebnis zu kritisieren, wenn man doch die Mitwirkung an eben jenem bewusst ausgeschlagen hat. Aber selbstverständlich ist es immer leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als an einem gemeinsamen, arbeitsamen Kompromissfindung sich auch zu beteiligen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fakt ist aber, wir legen heute den Grundstein, damit wir unseren Kindern und Kindeskindern nicht die Frage über die Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe übertragen. Wir tragen die Verantwortung. Wir stehen heute aber erst am Anfang der Suche nach einem Endlager. Wir beginnen, und das macht mich besonders froh, mit einem neutralen Ausgangspunkt der sogenannten weißen Landkarte. Es ist kein Geheimnis, und das haben wir auch schon gehört, dass manch einer den Standort Gorleben gern von vornherein ausgeschlossen hätte. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass dies nicht gelungen ist. Wie sollen wir den Menschen das erklären, und das hat der Ministerpräsident ja auch schon gesagt, an anderen potenziellen Standorten erklären, dass wir eben doch nicht alle Standorte auf die Eignung überprüft haben. Gorleben wird in dem Verfahren, das wir nun verabschieden wollen, ein Ort unter vielen sein. Der Standort wird sich den Kriterien und dem Vergleich mit anderen Standorten stellen müssen. Wie am Schluss das Ergebnis sein wird, kann nur das Verfahren zeigen. Wir haben die Veränderungssperre, die jetzt für den Standort Gorleben und alle anderen Orte eben jeden Zweck erfüllt. Die Union hat sich dafür stark gemacht, dass jetzt kein anderer Ort bevorzugt wird oder benachteiligt wird. Auch wenn es immer noch einige nicht wahrhaben wollen, aber das Verfahren zur Standortauswahl ist und bleibt transparent, fair und ergebnisoffen. Es besteht keine Vorfestlegung. Ja, ein Endlager könnte am Standort Gorleben in meinem Wahlkreis entstehen, aber er könnte auch in den anderen 298 Wahlkreisen entstehen, die wir in Deutschland haben. Und als Kind dieser Region macht mir dieser Zustand auch keine schlaflosen Nächte. Schlaflose Nächte, Frau Lotze, bereitet mir eigentlich nur, was mit den vielen Arbeitnehmern und deren Familien passiert. Denn die werden auf diese Art und Weise arbeitslos und wissen auch nicht, wo ihre Zukunft ist. Das ist keine soziale Verantwortung, die Ihre Partei immer gerne zeigt. Der Kriterienkatalog, den wir dafür gesorgt haben, dass die Entscheidung über ein Endlager kommt, jetzt wissenschaftlich profund, und vor allen Dingen werden die Bürger und Bürgerinnen gehört. Aber, meine Damen und Herren, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Wir legen heute, wie gesagt, den Grundstein, und ich bitte um eine breite Zustimmung über dieses Gesetz. Vielen Dank.